Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht, ich bin heute ungeschminkt, das heißt, es gibt wieder einen Maskentest. Und heute habe ich für euch die Lavera-Maske. Das ist eine hautklärende Maske, porentiefe Reinigung mit Mineralerde und Todesmeersalz. Und hier steht auch Bye-Bye Unreinheiten. Da bin ich mal wirklich drauf gespannt. Und ich wollte aber erstmal ein Thema eingehen, was mich jetzt ein bisschen ja so murmelig macht. Und zwar haben mir ein paar Zuschauer unter meine Kommentare geschrieben, warum ich in meinen Videos keine Werbung schalte. Also irgendwo, wo in der Ecke oder so Werbung drin steht. Ich muss sagen, ich habe das am Anfang meiner Videozeit gemacht. Dann habe ich das irgendwie aufgehört, weil ich das irgendwie vergessen habe oder auch keine Ahnung wie. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das wieder reinbringen soll. Ich habe jetzt bei YouTube nur gesehen, dass man entweder etwas einfügen kann, wenn man dafür bezahlt wurde. Wurde ich aber dementsprechend nicht bezahlt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das vielleicht mal bei einem Video mal anschalten soll. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das ändern wird, weil ich wurde ja im Endeffekt überhaupt nicht dafür bezahlt, dass ich dieses Video gedreht habe. Ich habe einfach so das Video gedreht. Ich meine, ich habe mir das Videothema ausgesucht und habe ein Video darüber gedreht und wurde auch wirklich nicht bezahlt. Deshalb weiß ich halt nicht, wie halt manche darauf reagieren würden. Am besten schaut ihr euch erst dieses Video an, damit ihr Bescheid wisst, weil ich wurde nicht dafür bezahlt. Und dann würde ich halt einfach in den nächsten Videos, die jetzt hochgeladen werden, überall Werbung schalten. Nur bei den Videos, wo keine Werbung geschaltet wurde, so, würde ich das dann anmachen, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich das sonst da reinbringen soll. Keine Ahnung, ich habe mich auch bei YouTube rumgeguckt. Man kann das auch in die Videobeschreibung, glaube ich, irgendwie einfügen. Keine Ahnung. Ja. Oder einfach in den im Videotitel. Zum Beispiel, wenn da steht, ich teste heute eine Maske, keine Werbung. Oder keine Werbung. Werbevideo. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, ehrlich nicht. Also wenn ihr Bescheid wisst und sowas mal hattet, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder was ihr davon haltet, dass ich das einschalte, dass ich bezahlt wurde, was eben nicht der Fall war. Und ich würde dann sagen, wir machen dann jetzt mit dem richtigen Video weiter. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dann hier unten klicken würdest und mich abonnieren würdest. Das würde mich sehr freuen und du würdest keins meiner weiteren Videos mehr verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Und am Ende des Videos gibt es dann wieder ein Kläppchen zu öffnen, denn heute ist der 11. Dezember. Und das heißt, wir werden das 11. Kläppchen öffnen. Ja. Dann würde ich sagen, los geht's. Also, ja, also eine richtige Beschreibung auf der Maske steht hier jetzt nicht drauf. Hier steht nur auftragen, einwirken lassen von 10 bis 15 Minuten ungefähr und dann wieder abwaschen. Also das seht ihr hier vorne. Also jetzt nicht so eine Beschreibung, dass da jetzt irgendwie steht, was die Maske zum Beispiel machen soll. Also hier steht eine porentiefe Reinigung für ein klares, ebenmäßiges Hautbild. Da bin ich mal gespannt. Und hier sind zwei Anwendungen. Also man kann die Maske zweimal verwenden. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Oh ja, die Maske riecht schon mal ganz gut. So, ich habe hier meinen Spiegel. Weiß aber nicht, wo ich den draufstellen soll. So ist es, glaube ich, schon besser. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich spule das vor, wenn ich mir die Maske auftrage. Ich muss jetzt meine Haare ein bisschen zur Seite machen. Dann lassen wir das einwirken, dann wasche ich das ab und dann gehen wir rüber zu meinem Adventskalender. Also die Maske sieht schon mal so aus. Wann das jetzt sieht, weiß ich nicht.
so schaut die Maske aus. Also eher so ein, ja, so ein Ton, wie halt eben die Haut so ist. So, wie man wahrscheinlich vielleicht ein bisschen erkennen kann, ist die Maske drauf. Und die fängt schon an zu trocknen, merke ich gerade. Deshalb werde ich jetzt 10 bis 15 Minuten ungefähr warten, bis die getrocknet ist. Dann werde ich euch das Endergebnis zeigen, wie die dann getrocknet aussieht. Vielleicht ändert sich dann noch irgendwie was, ob das jetzt weißer wird oder sonstiges, keine Ahnung. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So. Ich kann überhaupt nicht reden. Die Maske ist trocken, wie man wahrscheinlich hört, weil mein Gesicht ist, ja, wie zu Stein geworden. Mega krass. Ja, damit ich hier nicht zu zu lange rede, gehe ich die Maske mal eben abwaschen, weil die ist so steinhart geworden. Mega krass. Ich gehe jetzt mal schnell ins Bad und wasche die mal ab. So, die Maske ist ab und die Haut fühlt sich so gereinigt an. Ich muss aber sagen, man sieht jetzt mehr Pickel, als sie überhaupt da waren. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist, aber keine Ahnung, was ich gemacht habe mit dieser Maske. Auf jeden Fall finde ich die Maske sehr, sehr gut. Ja, würde ich aber jetzt nicht nochmal kaufen. Also die kostet ja irgendwie 1,25 oder 1,45 kostet die, glaube ich. Die war ja in dieser Blackbox drin von DM. Ich weiß natürlich nicht mehr, in welcher Blackbox die drin war. Auf jeden Fall in irgendeiner Blackbox war diese Maske drin. Und ja, also im Großen und Ganzen finde ich die Maske sehr gut. Man hat ein frisches Gefühl. Die Maske riecht auch noch nach dieser, nach diesem frischen Kick. Weil hier ist ja, wo steht das denn nochmal drauf? Weil hier ist ja Biominze, Mineralerde und totes Meersalz drin. Und da hat man diesen frischen Kick und das belebt die Haut auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ganz schnell rüber zu meinen Adventskalendern und machen das 11. Türchen auf. Ich bin schon so gespannt. Wir haben morgen in 12 Tagen schon Weihnachten. Das ist mega krass. Wenn ihr das Video seht, ja, sorry, dass ich die letzten Tage nicht dazu gekommen bin, die Videos hochzuladen. Ein Video, wie gesagt, hatte ich ja verpasst hochzuladen. Das hatte ich nämlich nur auf privat stehen. Und am nächsten Tag, habe ich einfach nicht geschafft, das Video zu schneiden und hochzuladen. Tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich habe die Challenge, sage ich mal, nicht bestanden, dass ich jeden Tag jetzt ein Video hochgeladen habe. Aber ich werde die Videos hintereinander hochladen, damit das auch wieder richtig in den Rhythmus kommt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei meinem nächsten Video auch wieder pünktlich. Und wir gehen jetzt rüber zu meinen Adventskalendern. So, wir sind jetzt hinten in der Ecke bei meinen Adventskalendern. Ich weiß, ich habe mir noch nicht irgendwie was richtig gemacht, weil ich habe hier keinen Platz, irgendwie mein Stativ aufzustellen, um die Kamera dann halt eben hinzustellen, damit man das auch richtig gut sieht. Deshalb muss ich das erstmal auf meinem Bett aufstellen. Ich muss mir da noch irgendwas überlegen. So, wir machen jetzt das 11. Türchen auf. So, wir müssen das erstmal suchen. Und das ist hier bei diesem Adventskalender. Machen wir das gute Stück mal auf. Ich bin jetzt nach dieser Adventskalenderzeit voll mit Parfümproben. Hier ist noch eine Parfümprobe von Jill Sanders Sunlight. So schaut diese Verpackung aus. Die sind so mega, mega schön, diese Verpackungen. Ey, das ist mega krass. So schaut das von innen aus. So, und jetzt schnuppern wir mal dran. Oh ja, mega geil.
Warum sind die Düfte nur so gut? Ich verstehe es nicht. So, mega, mega cooles Probeparfümlein. Gehen wir jetzt rüber zu meinem Art Deco Adventskalender. Und der hängt hier irgendwie so schief. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was ich mit dem getan habe. Vielleicht wegen der Lichterkette, weil die irgendwie so schwer ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier die Nummer 11. Hoppla. Und es ist ein Eyeshadow. Zu meiner Palette. So. Wir haben hier einmal von der Deko ein Eyeshadow in der Farbe 72 Pearly Smoky Blue Night. So schaut das kleine Stückchen aus. Ein bisschen von näher dran. Dann zeige ich euch das. Upsala. Einmal ohne der Folie. Also ohne dieses Fensterlein. So schaut die Farbe aus. Mega schön eigentlich. Aber ich hätte es natürlich nicht so gemacht. Ich hätte einfach die Palette mit den Farben da reingesteckt und nicht so ein Drama draus gemacht, diese einzelnen Paletten da rein zu tun. Aber egal, es ist ja die Sache von Art Deco. So, und wir machen mit diesem Adventskalender weiter. Hier haben wir drinne ein komisches Paket. Ah ja, hier steht schon dran Taschenspiegel. Okay. Auf jeden Fall ist das hier in so einem Säckchen drin. So, wartet. So in einem Säckchen. Bin ich mal gespannt. Oh ja. Das ist von C. Passionnaire. So schaut das aus. Mega geil. Und hier steht hinten drauf: Do it all with passion or not at all. Auch mega geiler Spruch. So, dann machen wir das gute Stück auch mal auf. Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube von der Seite. Ah ja, so schaut dann der Spiegel aus. Mega cool. Ja, cool. Auf jeden Fall auch mega geil, dass er hier in so einem Säckchen drin war. Jetzt habe ich auch nochmal ein Säckchen und ein Spiegel dazu. Ja, mega geile Sachen heute gewesen. Ich bin gespannt auf... Sorry, ich habe was im Auge. Ich bin gespannt auf die nächsten Sachen auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und mir fällt gerade auf, dass ich heute meine Mütze wieder nicht aufhabe. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil ich hatte eben halt eine Maske drauf. Aber ich werde morgen wieder auf jeden Fall meine Mütze anziehen. Habe ich total vergessen. Oh, Mann, 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 Mann. Auf jeden Fall, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne hier unten kostenlos abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.